Ja, ja, ist klar, ist klar. Ah, ja, wahrscheinlich fahre ich durch die Ballons durch, alles klar. So, willkommen zurück zu Telekom Racing. Und ich würde sagen, wir fahren mal wieder mit Didi. Da hatten uns ja. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt das Flugzeug, dann fahre ich jetzt so hin. Ist auch kein Problem. Ja, ich muss hier dagegen fahren, oder? Oder muss ich jetzt schon da zur Rakete? Also zum Raketenplatz. Ah, okay. Dann passt es, ja. Ich wollte auch nicht dagegen fahren, das war nicht meine Absicht. Dark Moon. Ich habe es auch diesmal nicht gelesen. Aber ich bin auch diesmal gescheitert am Lesen des Levels. Irgendwas mit Dark Moon, aber. Zweiten Namen kriege ich nie mit. Du glaubst, du kannst mich überholen, ne? Ja, das war ganz nice, die Aktion. Wow. Natürlich, sein Schild ist aus und es trifft mich trotzdem noch. Es ist wieder so typisch ich. Danke. Wow, wow. Bin wieder Erster, so wie sich das gehört. Ist noch gar keine Silvercoin Challenge. Dachte, wir hätten hier schon die ersten Runden gemacht im vorherigen Part, aber anscheinend noch nicht. Anscheinend haben wir nur die Welt hier geöffnet. Wow, 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 wow. Wer glaubt ihr bitte mich zu überholen? Kroko wahrscheinlich, Kroko, ne? Der schlechteste Fahrer in-game. Ich fahre natürlich wieder am Ballon vorbei, das ist wieder der Skiller Nummer 1 am Start. Könntest du da hinten nicht in Ruhe lassen? Bitte, danke. Da ich Erster bin, ist mir alles egal. Aber es ist gerade knapp. Und zwar ungewollt knapp. Alles klar, ich hau mir oben den Schädel an, alles klar. Fängt sehr gut an. Naja, vielleicht sollte man nicht um 4 Uhr, 4 Uhr morgens, was sagt er, 7 Uhr morgens aufnehmen, aber. Ja, juckt ja keine Ahnung, um 7 Uhr morgens ja nichts Besseres zu tun. Und es ist auch keiner wach, den man irgendwie anschreiben könnte, damit er mit aufnimmt. Ich meine, wer ist um diese Zeit, könnte schon wach. Ach ja. Ah, irgendwann muss ich auch wieder aufnehmen und der Part sollte ja auch irgendwann mal kommen, von dem her brauche ich wieder ein bisschen Vorrat. Daher muss ich das auch nutzen, dass ich gerne am Sonntag aus irgendwelchen Gründen nicht schlafen kann. Und mir gedacht habe, ja, dann nehme ich halt die Diddy Racing auf. Fahre hier ein paar Mal dagegen, weil ich die Einfahrt nicht treffe. Der Skill ist am Start. Aber ja. Get ready, go! Apro, go! Bin auch in wie ziemlich viele andere. Gerade im Pokémon Go Hype. Ich schätze mal, ich bin da nicht der Einzige. Aber mich würde es interessieren, weil sicherlich viele aus Deutschland das auch, auch jetzt so sehen. Dem ich hier aus Österreich bin, gab es das Spiel zwar jetzt offiziell
Warte mal, ihr seht das am Mittwoch. Es gab es offiziell am Samstag vorige Woche, meine ich jetzt. Ja. Müsste für euch jetzt 4 Tage her sein, oder 4 oder 5 Tage. In Deutschland gab es das, glaube ich, eine Woche früher. Aber natürlich, ich hatte es ja inoffiziell schon, wie sicherlich viele andere auch, die das Spiel inoffiziell schon zu Release in den USA hatten. Und auch damals schon hatte ich das Problem, dass sich meine App einfach so geändert. Und zwar steht dann einfach, die App wurde geschlossen, Pokémon Go wurde geschlossen, Deutsch bitte. Pokémon Go wurde geschlossen und das jedes Mal, wenn ich entweder gerade am Pokémon fangen bin oder wenn ich gerade ein Ei ausbrüten will oder wenn ich gerade einen Item Shop will. Und ich würde mir fragen, ist das bei euch auch so? Oder ich habe jetzt nämlich auch, ich dachte zuerst, ich hätte ein Virus und habe mein Handy komplett neu aufgesetzt. Aber daran lag es, ich habe kein Virus, also es liegt irgendwie da, dass die App anscheinend noch nicht komplett ausgereift ist. Zumindest hoffe ich, dass das nicht irgendwie daran liegt, dass mein Handy das irgendwie nicht packt. Weil das wäre natürlich belastend, wenn mein Handy Pokémon Go nicht packt. Das wäre sehr belastend. Das ist zurzeit das meistgehypteste Spiel überhaupt. Und aus irgendwelchen Gründen bin ich Dritter in der letzten Runde. Da vorne ist die Ziellinie. Ja gut, dann starten wir mal das Rennen neu. Und konzentrieren uns jetzt mal mehr aufs Rennen. Dass wir das hier kein zweites Mal versauen. Aber ich dachte, das schon mal gemacht zu haben. Also, ja, okay, ja, es kann sein. Weil ich hatte das ganze Let's Play ja schon mal aufgenommen. Aber, ja, das ist schon ewig her. Und als ich es dann bringen wollte, ist ja mein Laptop abgestürzt. Und somit habe ich auch alle Save-Dateien verloren. Also ich konnte das Let's Play leider nicht speichern. Ich muss das Play jetzt hier komplett neu nochmal aufnehmen. Deswegen kommen mir alle Strecken so extrem bekannt vor. So als hätte ich das jetzt schon mal aufgenommen. Aber ja, ich habe es ja auch schon mal aufgenommen. Von dem her kommt mir das etwas zu bekannt vor. Das brauche ich nicht. Hier. Da ein bisschen Dreck verursachen. Irgendwer wird schon reinfahren. Im schlimmsten Fall ich in der nächsten Runde. So, das ist halt perfekt da durchgekommen. So wie ich das immer hätte, also so wie ich das gerne immer hätte. Wow. Ja, der Vorsprung ist doch jetzt mal besser. Also ein bisschen auf das Spiel konzentrieren und die Gegner haben wieder mal keine Chance. So wie sich das hier gehört für das Spiel. Ja, man redet davon und knallt erstmal zweimal gegen die Wand, damit die Gegner gleich wieder hinter mir sind. Natürlich sehr gut. Ah, natürlich bekomme ich das nicht. Bin natürlich wieder. Wow, wow, wow. Ich dachte jetzt, ich krieg die Kurve nicht, weil ich hier die Beschleunigung mitgenommen hab. So. Easy. Kein Problem. Yay. Ja, ja. 2 Welten sind's noch. Danach kommen wir zum Endboss. Warte, wir müssen zuerst in 42. Ach nee, stimmt, wir müssen für jedes Rennen zweimal abschließen. Hat jetzt aber nicht gerade Silver Coin Challenge gesagt, oder? Nee, kann doch gar nicht sein. Bin ich ja noch nicht. Ich habe noch nicht jede Welt einmal durch. Die Welt hatten wir noch nicht. Ja. Ja. Wo ist denn hier der Eingang? Ach so, hier gibt's kein. Das ist scheiß Ernst. Restart.
dachte, man kann da unten auch fahren. Ich hatte das gerade mit der anderen Welt verwechselt, wo man da unten durch kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den vorherigen Part gezeigt habe, also ob die vorherigen Part war. Oder ob der erst kommt, die Welt, ich meine. Wow, nichts davon. Hä? Die Beschleunigung brauchen wir jetzt nicht. Kann man mal mitnehmen. Wow. Ich dachte jetzt schon nicht. Ah, schade. So. Ah, sieht jetzt ganz gut aus. Hier bitte nicht runterfahren. Wäre sehr nett. Ja. Das ist doch klar. Die Fahrkünste von mir sind gerade atemberaubend. Aber was will man erwarten, die Uhrzeit? Ich bin froh, dass ich überhaupt fahren kann. Dass ich nicht komplett verkacke. Ja, ja, ist klar, ist klar. Ah, ja, wahrscheinlich fahre ich durch die Ballons durch, alles klar. Zwischen den Ballons durch ist natürlich auch ein Skill, den man erstmal, weiß nicht, ja, alles klar. Alles klar. Ich will dreckig hier bitte noch rum. Erstmal ein bisschen in der Luft fahren. So, wenn ich jetzt da runtergeflogen wäre, wäre das sehr belastend gewesen. Aber hat alles sehr gut funktioniert. Wohoho! Not luck! Not luck! Not perfekt! Das war perfekt. Kann ich hier überhaupt drüber fahren? Nee, okay. Hält ab wie eine Bande. Ist sehr gut. Wahrscheinlich könnte ich damit so mal Boost, könnte ich da sehr wahrscheinlich doch drüber und würde dann ja drüber hinwegfliegen. Jetzt müsste doch die Silver Coin Challenge kommen. Space Dust Alley. Ja, Silver Coin Challenge, genau. Wir hatten, glaube ich, zwei Welten. Oder hatten wir nur diese Welt im letzten Part? Ich weiß gar nicht. Ist mir wieder viel zu lange her, dass ich den letzten Part aufgenommen habe. So wie immer halt bei mir. Ja, natürlich. Wieso denn auch nicht? Ist ja selbstverständlich. An allem möglichen, was man irgendwie brauchen könnte. Ja. Wow! Das war beinahe Skill, wenn ich da jetzt nicht angeflogen wäre. Ich glaube, da unten ist eine Münze. Alles da ist, ja, da ist eine. Das ist sehr gut. Und ich glaube, nämlich oben auch. Deswegen muss ich dann einmal... Didi, du kannst doch nicht die Abkürzung verkacken. Alter, was ist los mit dir? So schlecht fährt man jetzt auch nicht mit Didi. Oh, noch drei Münzen und ich weiß nicht, wo ich die herkriege. Das ist ein scheiß Ernst. Natürlich werde wieder ich abgeballert. Immer alles auf den Affen. Alles klar. Natürlich bekomme ich das nicht. Genau, eine hier noch. Ja, das war perfekt. So gehört. Ist hier jetzt was? Oder bin ich den jetzt gerade umsonst geflogen? Ich bin ja gerade umsonst geflogen. Wo ist die letzte? Wo ist die letzte? Jetzt ernsthaft? Ich habe keinen Plan, wo die letzte Münze ist. Es bringt mir nichts, erstens zu sein, wenn ich nicht weiß, wo die letzte Münze ist. Zum Geier ist die. Nein. Die muss ja hier noch irgendwo sein.
Nee. Alles klar, alles klar. Ich finde die Münze einfach nicht. Ich habe keinen Plan, wo ich die gesehen habe. Münze Nummer 1. Münze Nummer 2. Die Münze habe ich auch. Auch. Muss ja hier irgendwo sein. Kann ja gar nicht anders sein. Ich werde sie wieder nicht finden. Hä? Wo ist die? Soll ich jetzt irgendwo da auch noch einen letzten Münzcounter einführen oder wie? So wie in Super Mario 60, was? Das kann ja gar nicht sein. Wo soll denn die sein? Da ist sie! What the hell ist das denn bitte für eine Münze? Ist doch komplett fies. Oh, der Erste. Wäre sogar in der Runde noch Erster geworden. What the fuck? Damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Falls das die letzte Runde gewesen wäre. Aber easy. Easy erstmal. Aber die Münze war echt fies. Wusste ich gar nicht mehr. Komplett verdrängt. Perfekt. Ja, hey, ja. Ah, 44 müsste hier gleich neben mir sein, genau. Dark Moon Caverns. Ja genau, die Map, die wir vorhin gerade hatten, meinte ich mit dieser Unterführung. Also mit diesem Gang unten, wie ihr gesehen habt, wo ihr auf die Münze war. Die hatte ich nämlich mit der vorhin verwechselt. Ah, ja. Erstmal an allen Münzen vorbeifahren. Und allen Beschleunigungen, dann meinen wir so nicht. Ist ja nicht so, als ob man die irgendwie brauchen könnte, oder so. Ah. Man muss ja nicht alle Münzen auslassen. Ein, zwei kann man ja doch mitnehmen. Ja, die muss ich irgendwann anders mitnehmen, wenn keine Gegner in der Nähe sind, die mich davon abhalten. Ist hier nicht auch irgendwo eine ganz fies? Ja, okay, nee. Die ist nicht fies. Ich glaube, irgendwo genau vor dem Ziel war noch eine. Oh, ja. Natürlich habe ich die perfekt verpasst. Ne, ich glaube, ich habe nämlich die zwei schon übersehen. Also die zwei habe ich, glaube ich, schon gesehen, die mir noch fehlen. Eine wissen wir, da bei diesem... Genau, hier. Und die zweite war bei der anderen, bei der Beschleunigung da. Wo ich gesagt habe, da müssen wir die in der nächsten Runde holen. Das ist nämlich hier. Genau. Ja, so ramme ich von hinten. Dabei fast die Münze verpasst. Alles klar. Das Eichhörnchen überholt mich auf dem Looping, wo alle gleich schnell sind. Alles klar. Das ist nicht schlecht. Hatte ich auch noch nie. Dass mich die CPU auf einer Strecke einholt, wo alle gleich schnell sein sollten. Auch eine schöne unfaire Sache. Nice. Ja, natürlich, natürlich. Fahr genau vor mich. Ah, bin ich wieder Erster? Tut mir fast schon leid.
kriege irgendwie die Ballons nicht. Keine Ahnung, was da mit mir los ist. Ah, ich kann hier während des Loopings auch keine Items schießen. Wollte ich jetzt mal kurz aufdrehen, war ich mir nicht mehr sicher. Erster! Ich würde sagen, das war ein perfekter... das Rennen fürs Part Ende. Im nächsten Part geht's in, wie heißt die Welt jetzt genau? Spaceport Alpha. Okay. Dann treffen wir uns hier wieder. Also, bis dann und auf Wiedersehen.